Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alice Madness Returns. In der letzten Folge haben wir ein wenig den mysteriösen Osten erkundet und haben uns mit Samurai-Wespen angelegt, die gefährlicher aussahen, als sie wirklich waren, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt will ich erstmal hören, was uns die Grinsekatze zu sagen hat. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Wie die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt? Was willst du mir damit sagen? Das kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Oh, das sieht nach einem großen Kampf aus, wenn die Tür dann hinter uns wahrscheinlich zugeht. Hallo? Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Sonst würde die Musik ja nicht so laut weiterlaufen. So bedrohlich. Gegner? Gegner? Kein Gegner? Hat die Musik sich jetzt aufgehangen? Spinnt die jetzt rum? Hallo? Ich höre es trotzdem schnauzen. Auch wenn die Musik spinnt. Dann suche ich halt erstmal die Schweineschnauze. Ich glaube, sie kommt von hier. Ah, da hängt sie ja. Gehen wir halt zum Körbchen rüber. Wenn die Gegner uns nicht angreifen wollen. Oder wir sterben, weil wir nicht abwarten konnten und zu früh gesprungen sind. Vielleicht kommen die Gegner ja jetzt. Hallo? Hallo? Offenbar wollen sie immer noch nicht. Ich hätte auch keine Lust, mich mit Alice anzulegen. Ich würde lieber Freundschaft mit ihr schließen wollen. Und ich würde gerne, dass du richtig springst, Alice. Wärst du so freundlich? Danke. Kannst du mir sagen, was das war? Langsam werde ich ein bisschen böse mit dir, Alice. So, danke schön. Noch mehr Zähne für mich. Ja, und jetzt müssen wir nur wieder zurück. So. Kommen wir jetzt aber irgendwie weiter? Die Türen sind doch alle verschlossen. Das bringt überhaupt nichts. Hängen wir jetzt wirklich hier fest? Hallo? Hallo?
Da sehe ich jetzt nur nicht, wie es weitergehen soll. Oder haben sie irgendwie die Gegner verbuggt? Ich weiß es doch nicht. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt hier von vorne anfangen muss. Wahrscheinlich muss ich neu laden, weil sich irgendwas verbuggt hat. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Erinnerst du dich? Dein Wespe? Wespe? Wespe. Na ja, ich zieh dich gleich an. Oh oh, du bist stärker als die anderen. Das ist ziemlich sicher. Irgendwie überhaupt nichts. Okay, wir müssen erst die komplette Rüstung ausschießen. Wie es aussieht. Und immer warten, bis sie uns angreift. Damit sie verletzlich ist. Ha, sehr genial. Der Kampf verlief doch wirklich besser als erwartet. Und ja, das Spiel hatte sich verbuggt. Das heißt, ich musste die Sprungpassage davor auch nochmal spielen, aber das verlief diesmal auch besser als vorher. Also, ich komme so langsam wieder rein. Ja, jetzt muss ich nur die Schweineschnauze auch wieder pfeffern und hoffen, dass ich dann direkt es auf Anhieb schaffe, darüber zu kommen. Nicht so wie beim letzten Mal. Sehr schön. Es geht doch alles. Schön, dass die Kamera sich so gedreht hat, aber ich habe es hier trotzdem geschafft.
So, was verbirgt sich? Wow, ein Tempel. Aus dem Rauch aussteigt. Und vor dem ganz viele Tote liegen. Mönche. Bienenmönche. Mit Löchern im Kopf. Oh, hallo, da leben ja noch welche. Oh. Ist sie die Auserwählte? Die Rettung? Unsere Wohltäterin. Ach, hier ist so eine Art... Es ist alles. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Unterkunft für die Verletzten. Hier wird sich um die verletzten Origami-Figuren gekümmert. So, hauen wir die Wände alle mal ein. Sehr schön. Eine neue Erinnerung. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben und nur bis du 12 wirst. Alice hatte also Angst im Dunkeln, als sie noch jünger war. Sprich mit dem Ältesten. Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Okay, er weiß Dinge und er denkt Dinge. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht weiß er auch, wo ich die Raupe finde. Und was es mit dem Zug auf sich hat. Oh, okay. Nicht so weit. Schön. Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Oh, ein Rätsel. Wir müssen wieder eins dieser Rätsel lösen, okay. Dann war das wohl der Älteste, der uns jetzt erstmal testen möchte. Ob wir auch würdig sind, die Wahrheit zu erfahren. Oh, und darauf ist wieder ein Drache abgebildet. Aber vorher müssen wir wieder die Einzelteile finden. Wie wir es auch schon unter Wasser hatten. Nur nehme ich an, dass dieses Rätsel diesmal auch etwas schwerer wird. Aber ich habe mich auch beim letzten Rätsel schon getäuscht. Das war ja auch nicht wirklich schwer. Obwohl ich es erwartet hätte. Kann ich da rein? Oder sterbe ich? Ah, ich kann hier rein. Gut. Dann drehe ich mich schon mal. Das war's auch schon wieder hier. Na schön. Wie viele Teile fehlen denn noch? Noch zwei. Gut, dann wird hier vielleicht am Schlüssel noch eins sein. Genau, da ist noch eins. Dann fehlt eigentlich nur noch eins. Wo ich bisher noch keine Ahnung habe, wo ich das finden soll. Aha. Das ist auch noch eine Lücke. Schweben
Glühwürmchen, wie schön ist das denn? Und noch das letzte. So. Okay. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, dann machen wir hier noch das Rätsel und danach beende ich auch diese Folge. So, ich schätze, das ist genau wie vorher. Okay, es ist nicht wie vorher. Oder doch wie vorher? Doch, es ist wie vorher. Oh Mann. Ach, und ich habe nur eine bestimmte Anzahl von Zügen. Och nee. Warum tut ihr mir sowas an? Ich kann sowas doch gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo welches Teil hingehört. Ich glaube. Ja, ich möchte bitte das Puzzle neu starten. Bitte, ja. Danke. Wahrscheinlich ist es total einfach und ich stelle mich gerade einfach nur schrecklich blöd an. Also. Ich schätze, der Kopf muss daran. Oh, hier irgendwie. Ja, okay, ich habe mich immer nur schrecklich blöd angestellt. Ich öffne den Pfad. Danke. Ich hoffe, ich kann euch retten, weil ihr seid eigentlich ziemlich sympathisch. So, aber dann beende ich die Folge jetzt hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.